das nicht reicht, dann kann ich ja kein Abschnitt mehr. Kannst du kriegen? Und die Leuchtung geht dann auch nicht. Also, mein Name ist Alexander Kern, ich bin Einsatzleiter der Feuerwehr Erftstadt hier vor Ort. Wir sind um 17.33 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht. Es handelt sich jedoch um einen Verkehrsunfall mit einem Gefahrguttransporter. Dieser Gefahrguttransporter hat seinen Auflieger verloren bzw. ist abgerissen. Da kam es zu einem Produktausbruch von Braunkohlestaub. Aufgrund des verunfallten LKWs gestaltet sich die Bergung momentan als schwierig, da geeignetes Gerät beschafft werden muss. Und wir rechnen damit, dass wir gegen 24 Uhr mit dem Umfüllen des Produktes beginnen können. Und wir gehen davon aus, dass die Fahrbahn auf jeden Fall dann noch ca. 4 bis 6 Stunden voll gesperrt sein wird. Mit wie vielen Kräften ist hier die Feuerwehr im Einsatz und was ist jetzt hier im Prinzip die Problematik von dem Punkt, dass er da mitführt? Also die Feuerwehr Erftstadt war insgesamt mit 49 Einsatzkräften mit den Löschzügen Kirdorf-Köttingen, Dürmerzheim und Lippler und der Hauptamtlichen Wache vor Ort mit 49 Personen. Zusätzlich kamen dann noch Rettungsmittel und problematisch gestaltet sich das, dass der Auflieger komplett abgerissen ist und ungünstig liegt. Und dass dieser Produktaustritt oder dass durch die Beschädigung des Aufliegers das Ganze nicht ungefüllt mit Druck werden kann, sondern es muss abgesaugt werden. Und dementsprechend muss ein geeigneter Saugwagen gefunden werden, um das Produkt dann umzufüllen in einen anderen Lastwagen.